Hallo, 16. April 2021. Erstmal Dankeschön für die Rückmeldungen. Dann weiß ich, dass da noch lebendige Menschen am anderen Ende sind. Dann macht mir das Herstellen der Videos mehr Freude. Danke. Bevor ich mir die nächste Sitzung vom Corona-Ausschuss angucke, wollte ich mal was anderes sagen. Und zwar hatte ich ja schon mal so einen kleinen Hinweis gegeben auf Mystica TV. Das ist so ein YouTube-Kanal, der berichtet über spirituelle Themen. Jetzt werden viele sagen, ja, ist ja schön und gut, aber ich gucke mir lieber die Fakten an und die Statistiken und die neuesten Entscheidungen in unserer Politik und so weiter. Ich möchte gerne Lanze dafür brechen, dass die Menschen sich für psychologische Themen mehr interessieren, weil ich glaube, das Problem, was wir im Moment in Deutschland und auch weltweit haben, hat auch etwas damit zu tun, dass wir die Psyche viele Jahrzehnte lang nicht ausreichend beachtet haben. Das hat was, glaube ich, mit dem Krieg zu tun und einfach mit dem Wesen des Menschen. Wenn man unangenehme Dinge erlebt hat, dann verdrängt man das. Das ist normal. Und ich glaube, also kurz gesagt, guckt euch mal auf Mystica TV dieses Video an mit Thomas Hübel. Das persönliche Trauma und das kollektive Trauma. Das ist, ich kann das nicht kurz erklären, aber viele Menschen haben durch die Kriege, die es auch in Deutschland gab, seelisch Schaden genommen. Jetzt kann man sagen, ist ja Schnee von gestern. Eben nicht dadurch, dass Generationen nicht gesprochen haben, nicht über ihr Leid und das Leid der Eltern eben nicht gesprochen haben und das gefühlsmäßig nicht verarbeitet haben. Dadurch ist so eine Kultur des Nichtfühlens und des Nicht-Drüber-Redens und eigentlich ist da auch gar nichts, oder? Also so eine Kultur ist entstanden und viele Menschen, die halt irgendwas mit sich rumschleppen, was dann irgendwann so abgekapselt ist, die konzentrieren sich, und das ist auch menschlich, gerne auf den Alltag, auf Leistung, auf ja, Ablenkung im Prinzip, damit man das andere nicht fühlen muss. Und wenn es unbewusst ist, dass das belastet einen trotzdem, aber die Leute wissen oftmals gar nicht, dass sie ein Trauma in der Familie haben und dass sie selber auch irgendwo noch was mit sich rumschleppen, was denen nicht bewusst ist. Jetzt, also ich weiß, das ist kompliziert, ne? Warum soll ich mich für was interessieren, was mir nicht bewusst ist? Weil dieses Unbewusste richtig Probleme machen kann. Und zwar die Probleme, die wir jetzt haben. Also, ich sag nur einen Satz, dieser Thomas Hübel, das ist ein Mensch, der hat Medizin studiert, der hat sich dann mit Spiritualität beschäftigt und der ist heute, mit meinen Worten gesagt, Traumatherapeut. Das ist ein Deutscher oder ein Österreicher, glaube ich, aber der lebt mit seiner Frau in Israel. Und der ist, wie gesagt, Traumatherapeut und der weiß, was dieses Unbewusste in Großfamilien, in der Ahnenreihe und so weiter an Schaden anrichten kann. Und was für ein Energieräuber das ist und wie blind das einen macht. Vor allem so emotional blind und taub. Und das ist ja das Problem unserer Zeit, dass viele Menschen nicht mehr fühlen können, wichtige Bereiche, die können noch irgendwas fühlen, aber die haben bestimmte Bereiche ausgeblendet. Der hat das verglichen mit, wenn man mit einem Flugzeug über eine Stadt fliegt im Dunkeln
Und in ein, zwei Stadtteilen ist der Strom aus und die sind nicht beleuchtet. Man weiß aber, dass die City da auch ist, nur da ist Stromausfall und die Bereiche sind nicht beleuchtet. Und so beschreibt der Trauma auf der psychischen Landkarte. Und das fand ich ein ganz tolles Bild. Und wir brauchen das Ganze. Und das ist nicht einfach, das wieder zu beleuchten. Ich belasse es jetzt dabei. Ich möchte euch einfach nur mitteilen, dass ich persönlich Psyche und die Beschäftigung mit Psyche und ich werde auch, wenn ich kann, hier und da mal was sagen, wie man das anstellen kann, woran man das merken kann, ob man irgendwie selber was nicht beleuchtet hat. Ich möchte euch nur darauf aufmerksam machen, dass ihr euch interessiert für das Thema Psyche des Einzelnen und die Psyche des Kollektivs. Dass das ein wichtiger Punkt ist, um die Probleme, die wir jetzt haben, anzugehen. Das braucht eine Wertschätzung. Psyche und Psychologie braucht wieder eine Wertschätzung. Weil der Mensch ist nicht nur Fleisch und Blut und Verstand, sondern der Mensch ist auch Psyche. Und wenn man das vernachlässigt, dann kriegt man, da kommt nichts Gutes bei raus. Na? Menschen können Psyche abspalten, kein Problem. Aber dann haben wir genau den Salat, den wir jetzt haben. Und das wollen wir alle nicht. Ich guck mal, ich erkläre gerne, wie man den ein oder anderen Bereich wieder beleuchtet. Ist nicht einfach, aber ich halte das für ganz wichtig. So, ich bedanke mich nochmal für das Zuschauen, für die Rückmeldungen und bis bald.